Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Stardew Valley. Es ist so viel passiert in der letzten Woche. Ach so, ja, das ist der Brief von Fizz aus der Joja Spezialdiensteabteilung. Ich habe mit dem schon gesprochen im Stream der letzte Woche. Blaubeeren sammeln? Ja, kann ich ja schnell verkaufen. Es gibt noch richtig, richtig viel zu entdecken jetzt mit dem neuen Update. Und mal gucken, was ich heute noch alles so erledigen kann und anschauen kann. Ich bin selber sehr gespannt. Auf alle Fälle wird hier erstmal hier das Gestrüpp beseitigt. Auf alle Fälle kümmere ich mich natürlich um das Forellenderby, was aktuell ansteht. Regenbogenforellen sollen im Wald geangelt werden. Und dann... Ich sammle auch mal die Bäume hier, damit da hier wieder Ordnung einkehrt. genau, die sollen gesammelt werden und also gefangen werden. Und dann bekommt man wunderbare Marken, die man eintauschen kann. Ich glaube, ich habe eine Blaubeere abgegeben. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht waren es auch mehr. Nee, eine Blaubeere habe ich im Stream in ein Fass geworfen für Blaubeermarmelade. Wahrscheinlich aber keine in Goldqualität, ne? Wir gucken mal. Nee, deswegen möchte ich jetzt auch hier möglichst schnell alles abhaken. Und dann, ja, eine normale war es. Nicht schlimm. Oh, ihr habt keinen Platz mehr. Okay, na gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr habt überhaupt keinen Platz mehr. Ich habe doch auch keinen Platz mehr. Jetzt wird es natürlich kritisch. Okay, erstmal Mais wegräumen. Ich will doch einfach nur schnell angeln gehen. Lasst mich angeln. Ich werf mal alles, was ich so habe, hier in die Kiste. Alles, was ich jetzt nicht unbedingt brauche zum Angeln, kann weg. Die Sonnenblumensaat würde ich auch gleich wieder aussäen. Ihr habt wirklich einfach keinen Platz. Ist okay, ich helfe euch mal schnell. Jetzt sagt aber nicht, dass der Hopfen jetzt auch noch hier rumliegt. Wir. Moment. Nee, der hat gerade so noch reingepasst. Ja, die Mohnblumen. Es sind ein bisschen zu viele Mohnblumen da. Wie ist denn da die Aufteilung? Mohnblumen, Mohnblumen, Mohnblumen. Ja, verkaufen wir doch die, von denen ich nicht so viel habe. Das, was sich gut stackt, kann man auch gut aufheben. Hahaha, Sonnenblumen kommen auch hier rein. Ich habe nochmal 3 Sonnenblumensaat gefunden. Das ist eine zu viel. Also nicht wirklich, ich habe ja hier noch die Option, eine zu platzieren. Ist das auch gegossen? Das sieht irgendwie so trocken aus hier. Passt schon. Ich laufe am Honig vorbei. Nee, Moment. Ich bin auch gar nicht vorbereitet. Ich will Köder einpacken und Essen einpacken. Also laufe ich mehrmals am Honig vorbei. Ich hätte ihn auch einfach mitnehmen können jetzt. Die Begründung, dran vorbeizulaufen, ist nicht mehr ganz so logisch. Essen. Also Meerschaumpudding und Matrosenteller kommen in Frage. Und welchen Köder nehme ich? Seltene Fische. Ich würde den hier nehmen, damit ich mehr Fische in kürzerer Zeit angeln kann. Das wäre so das Ziel. Ich kann ein bisschen Mitternachtskarpfen einpacken auf jeden Fall. Sardine habe ich nur eine. Außer ich habe hier noch welche versteckt. Nee, leider nicht. Okay. Dann nehmen wir noch eine Flunder mit. Was dann nicht so ganz aufgeht. Naja gut, okay, aber wenigstens einen Meerschaumpudding kann ich herstellen. Tops. Ich kann noch einen herstellen. Ja, umso besser. Matrosenteller geht leider nicht. Da fehlt die Sardine tatsächlich. Okay. Nicht schlimm. Quatschen wir mal kurz mit Lia. Hat mir nochmal Kaffee gemacht. Vielen lieben Dank. Kira, nein, hier geblieben. Warte, nicht davonlaufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann kommt man seinem Kind nur mit Koffeinintus hinterher.
Alle einmal bitte begrüßen. Sehr schön. Nein, nicht den Weg versperren, Lia. Werfen wir mal kurz einen Blick in den Keller. Da ist aber nichts. Habe ich ja auch erst neu reingepackt, den ganzen Wein. Mein Konto sieht nicht so aus, aber ich habe wirklich sehr viel verkauft. Den ganzen guten Wein und nichts davon ist geblieben. Ach Gott. Naja. Nicht so schlimm. Kämpfen wir uns hier einmal durch. Und da sind wir doch schon direkt an der richtigen Stelle. Ich würde in die Nähe des Zeltes wieder gehen. Das ist eigentlich ganz gut. Einmal Meerschaumpudding konsumieren. Und dann Köder. Auf geht's. Wir angeln heute wirklich einfach, ganz entspannt und gemütlich. Und hoffentlich erfolgreich. Was? Oh, Moment. Ja, du hast deinen letzten Köder verbraucht. Das ist wohl richtig. Dann machen wir das doch schnell so. Aber ich will auf jeden Fall abends früh genug nach Hause, um die Fische und so noch zu erledigen. Also die Fischteiche und eben den Honig dann doch mal einzusammeln. Was ist hier los? Warum jetzt dreimal Grünalgen? Was habe ich euch getan? Ich glaube, der Meerschaumpudding ist auch ein bisschen unnötig. Ich meine, ich fange ja hier keinen schweren Fisch oder so. Das ist einfach nur Regenbogenforelle. Nicht mal eine Marke gab es dafür. Kein Ticket, gar nichts. Enttäuschend. Aber wenigstens Iridiumqualität. Yay. Den Fisch darf man ja behalten. Nope, Goldmakrele ist nicht das, was ich suche. Auch nicht das, was ich suche. So schwer kann das doch nicht sein. Ich habe extra mein süßes kleines Bütchen eingepackt. Ja, erstes Ticket. Sehr schön. Ah, das ist doch mal entspannt. Von wegen, ja, jetzt neue Inhalte, so viel Hektik, Stress, alles angucken, erforschen, erkunden, verstehen, entdecken. Nö. Man muss sich auch einfach mal an das Flussufer stellen können und ein paar Regenbogenforellen fangen. Ohne Ticket. Ich bin aber mit der Qualität sehr zufrieden. Das sah am Vortag ja noch ganz anders aus. Ups. Falls ihr es übrigens nicht mitbekommen haben solltet, es läuft jetzt tatsächlich parallel zu diesem Spielstand ein weiteres Stardew Valley Let's Play auf dem Kanal. Immer mittwochs ein Dino-Ei. Yay! Immer mittwochs und sonntags kommt da eine neue Folge. Direkt vom neuen Hof, der mit dem 1.6 Update dazu kam. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dort entwickelt. Ich finde, es gibt inzwischen wirklich genug neue Inhalte, die ich hier in dem Spielstand ja alle deutlich später überhaupt erst entdecken konnte, weil ich ja mit der Version 1.0 angefangen habe. Damals, vor langer, langer Zeit. Yay, ein zweites Ticket. Ich habe schon so viele Regenbogenforellen gefangen, man sieht die nicht mal alle hier oben. Sind halt nicht alle Iridium-Qualität. So, Moment. Ich schaue mir lieber an, welche Fische ich habe und wie viele davon, als ständig zu sehen, dass ich schon 20 Millionen Grünalgen habe. Nee, aber dadurch, dass ich den Spielstand eben mit Version 1.0 angefangen habe, weiß ich bei manchen Sachen gar nicht, wie die sich so spielen, wenn man komplett neu dabei ist im Singleplayer.
Denn wir hatten ja auch ein Multiplayer-Projekt. Da haben wir das natürlich erlebt, wie das ist mit der Ingwer-Insel von Anfang an und Willis Boot und allem drum und dran. Aber ich finde, da ist eben im Singleplayer alles trotzdem nochmal ein bisschen anders. Und jetzt mit Version 1.6 sind ja nochmal neue Sachen dazugekommen. Da ist mir schon beim Spielen beispielsweise aufgefallen, dass man jetzt darüber informiert wird, wenn man am Tag einen Update, einen Level-Up bekommt und beispielsweise jetzt das Angeln eben verbessert und da ein Level-Up kriegt, dass dann entsprechend unten links ein kleiner Text kommt mit Hey, du hast neue Ideen, du solltest mal drüber schlafen. Und man dann in der Nacht eben, so wie bislang, das Level-Up dann kriegt mit dem entsprechenden Bonus. Das sind ja Sachen, die erlebe ich in diesem Spielstand nicht mehr. Diese Änderung. Ach komm schon, ich will doch nur ein paar Tickets. Warum ist das denn so schwer jetzt am zweiten Tag? Weil ich vorbereitet bin? Ist das das Problem? Ich glaube, die Regenbogenforellen wurden einfach schon komplett ausgerottet. Ist eine harte Zeit für die Armen. 2 Tage lang will jeder nur eine Regenbogenforelle. Ich gehe mal woanders hin. Wie sieht's denn hier aus von der Brücke? Na toll, der Kollege hat einen. Schön für ihn. Und ich fange nur Quatsch. Ach, come on. Das wird doch jetzt langsam etwas albern. Gehe ich einfach hier hin. Ich habe auch ein bisschen Angst, zu weit weg zu gehen und am Ende zählt es nicht mehr. Dann kriege ich eine Regenbogenforelle, aber keine Marke, weil ich nicht mehr in dem Bereich des Festivals stehe. Das ist keine Regenbogenforelle. Sowas von keine Regenbogenforelle. Ah, verschwende nicht meine wertvolle Zeit. Vor allem eine Goldmakrele. Irgendwie kam mir die doch deutlich schwerer vor. Vielleicht ist ja Willy hier was auf der... Oh, ich darf nicht ganz ausholen. Vielleicht ist Willy hier was auf der Spur. Vielleicht ist hier bei den Schwestern ja ein kleiner Forellenschwarm unterwegs. Auf jeden Fall sind die Schätze hier am Grund. Ein Hecht. So Narköder zeigt an, welcher Fisch an der Leine ist, bevor er gefangen wird. Warum? Warum sollte man den haben wollen? Statt einem anderen Köder. Man bricht doch dann eh nicht ab, oder? Ah, es ist ein Kaulbarsch. Weil man fängt doch den Fisch. Der Köder ist ja eh weg, also der Fischköder, der verbraucht sich in dem Moment, in dem man die Angel auswirft. Ob da jetzt Müll dran ist, eine Grünalge oder ein Fisch, ist dabei egal. Dann bringt es mir doch auch nichts zu wissen, was dran ist. Wobei es natürlich ärgerlich ist, wenn ich ihn jetzt zum Beispiel nicht bekomme und ich wusste, da war eine Forelle dran, würde ich mich ärgern. In der Hinsicht ist es sogar nachteilig zu wissen, welcher Fisch dran ist. Noch eine Regenbogenforelle. Ich finde es cool, dass es so viele unterschiedliche Köder gibt. Es gibt jetzt auch keine Marke. Schade, das war zu weit. Es gibt auch einen speziellen Köder für Flunder. Explizit für Flunder. Habe ich eben im anderen Spielstand schon bei Willy im Laden gesehen. Weswegen ich auch hier mir noch ein paar Shops anschauen wollen würde. Einfach um zu gucken, was es noch alles Neues gibt. Bei Mr. Chi habe ich schon das Rezept fürs blaue Gras gekauft. Müsste ich halt noch herstellen, aber kann ich aktuell noch nicht herstellen. Ja.
Ich habe das Gefühl, die Fische beißen deutlich häufiger an als vorher mit meinem anderen Köder, der dafür sorgen soll, dass die Fische anbeißen. Erhöht die Beißrate von Fischen, kann ich nicht bestätigen. Erhöht die Anzahl an Grünalgen, die sich in der Angel verheddern. Das stimmt auf jeden Fall. Seitdem ich jetzt zu dem Sonarköder gewechselt habe, kann man sich zumindest nicht beschweren, dass ich keine Fische fangen würde. Regenbogenforelle! Aber Marken? 4 Stück bisher. Bei so vielen Regenbogenforellen. Der Schnitt ist miserabel. Komm schon. Noch. Wieder keine Marke. Mindestens 10 Forellen habe ich schon. Ich glaube, ich habe ein paar, die weder Iridium noch Goldqualität sind. Hätte ich vielleicht mal meinen Glücksring überstreifen sollen? Für Bonusglück? Die Geister sind bestimmt verstört heute. Ja, ja. Man muss es auf irgendwas Übernatürliches schieben. Es kann unmöglich einfach mein Angelpech sein. Nee, 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 nee. Das Schicksal will es so. Kaulbarsch. Nicht mal das Schicksal will einen Kaulbarsch haben. Huch. Ah, den Schatz nehme ich natürlich trotzdem gerne. Ja. Okay. Geode und Glassplitter. Yay. Knabbern gespürt. Ja, aber sicherlich nicht das Knabbern von der Regenbogenforelle. Oh, da ist wahrscheinlich eine Regenbogenforelle tatsächlich gerade an der Angel. Gucken wir mal, ich behalte sie im Blick. Ich habe ein Hecht. Ich glaube, der Fisch ist abgehauen. Bei der Person da unten. Jedenfalls ist keiner aufgeploppt, dass sie einen gefangen hätte. Nur weil sie anbeißen, heißt es nicht, dass man sie auch hat. Ach, come on. Wie viele Grünalgen sind denn hier in diesem Fluss? Die Joja-Cola, die habe ich schon lange nicht mehr geangelt. Die haben jetzt übrigens auch einen kleinen Geschwindigkeitsschub. Goldmarke, Goldmarke. Okay, ja, ich gebe es auf. Dann halt nicht. Wer braucht das schon? Ich würde noch mal kurz, ach Quatsch, noch mal kurz hier den Köder tauschen, denn der ist so gut wie kaputt. Den können wir ja noch schnell kaputt machen, oder? Dann muss ich den auch nicht mit zurück in die Kiste legen. Darum geht es mir ja eigentlich nur. Nee, ich hätte ihn dann eher an der Angel dran gelassen. Aber 2 angeknabberte Köder will ich eigentlich nicht aufheben. Bitte noch mehr random Fische. Aber jetzt ist er fast kaputt. Ich glaube, noch einmal und dann ist das Angelgerät zerstört. Oh, Angelgerät ist jetzt schon kaputt. Dann werfen wir ein letztes Mal aus. Und schwupps beißt die Regenbogenforelle an. Mit bonusgoldenen Marken. Oh, Entschuldigung, irgendwas hat geblubbt und ich dachte, das wäre mein Signal. Nervöser Zeigefinger. Gut, tauschen wir ein. 3 Omnigeoden.
Ein Fischerhut. Der sieht ganz nett aus. Eine Krabbenreuse, das ist doch wohl eher eine Bestrafung. Eine mysteriöse Kiste. Drei mysteriöse Kisten. Ein Schmied kann das für dich öffnen. Wer weiß, was darin sein könnte. Ja, sehr cool. Einmal kurz den Fischerhut. Ach nein, das ist das, was ich so schade finde bei den Kopfbekleidungen. Ich weiß nicht genau, mit welchen Frisuren die getestet werden, aber es ist immer nicht die Frisur, die ich trage. Eigentlich fände ich den voll cool. Also von vorne sieht er cool aus, von hinten sieht er cool aus. Aber seitlich ist halt kompletter Quatsch, dass hier mein halber Kopf durchschaut. Also nicht der Kopf, aber eben die Haare. Schade, 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 schade. Dann hätte ich ja fast meine Kopfbedeckung mal geändert. Ach Gott, apropos schade, schade, schade. Ich sehe meine Bäume. Oder besser gesagt, ich sehe sie nicht. Habe ich genug Platz? Ja, ich habe genug Platz, um hier jetzt das alles einzusammeln. Ich kann ja zwischendurch wieder zur Truhe laufen. Kein Problem. Ach, das Höhlengelee ist wieder das Thema. Ich habe die Fässer auch gar nicht nachgefüllt. Ja, ich verstehe warum. Das war alles sehr überfordernd. Jetzt, wo es hier so viele unterschiedliche schöne Icons gibt. Okay, Honig einsammeln. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr noch mehr geerntet? Bisschen Hopfen. Aber jetzt den ganzen Kram wieder loswerden. Die ganzen vielen Fische. Wohin damit? Wohin? Erstmal kommt das weg. Dann schauen wir mal. Eine Regenbogenforelle habe ich schon 6 Stück. Ja, heben wir noch mehr auf. Immer weiter. Außerdem... Keiner der Fische ist hier in der Kiste. Na gut. Wenn das so ist. Also der Gotteslachs ist auf jeden Fall in der anderen Kiste. Könnt ihr mir doch jetzt nicht erzählen. Und den Hecht sehe ich auch nicht. Ich sehe nur den Kaulbarsch. Und die Brasse. Können wir meinetwegen aufheben. Ist okay. Aber Hecht und Goldmakrele? Ja, hier ist doch... Super offensichtlich ist hier die Goldmakrele. Und da ist der Hecht. Dankeschön. Geht doch. Der normale Hecht kann weg. Und der Gotteslachs ist hier. Perfekt. Dann wäre das doch geklärt. Nö, kein Fisch ist in dieser Kiste. Ich weiß auch nicht, wo die sind. Alles weg. Das kann hier hin. Und Treibholz würde ich direkt recyceln. Wo haben wir die Krabbenreusen drin? Ich habe irgendwo eine Kiste mit Krabbenreusen. Wahrscheinlich im Haus. In der Werkbank. Also nicht Werkbank, aber da, wo ich meine Werkbänke halt hinräume. Omni-Geode, normale Geode kann noch weg. Und die gute Julia-Cola natürlich auch. Wer braucht schon die Joja-Cola? Ach so. Wie sieht's denn aus mit den Glassplittern? Habe ich davon noch gar keine? Ach so, nee, es sind... Ach, ist ja ein Artefakt. Artefakte kommen in diese Truhe. Okay. Schmied müssen wir unbedingt noch besuchen. Kümmern wir uns mal kurz um die Haustierchen. Damit die nicht zu kurz kommen, anders als die anderen Haustiere. Die kommen wirklich zu kurz. Ich will mal schnell nachschauen hier. Das Blaugras wird leider mit dem mystischen Sirup produziert. Und wie ich den produziere, weiß ich noch nicht. Das muss ich noch rausfinden. Ach du Schande. Wir haben vielleicht ein paar Eier bekommen.
Ich lasse die jetzt mal drin. Wie sieht's hier aus? Straußenei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Kleine Milch? Ach so, weil ihr gar keine Liebe bekommt von mir, ne? Ja, jetzt, und jetzt versucht ihr alle zu schlafen. Sorry. Dass das hier drin ist, ist einfach etwas ärgerlich. Ich bin noch nicht bereit, den Zaun kaputt zu hauen. Ach so, ich habe ja kein Werkzeug dabei. Ich kann ja gar nichts machen. Ach so, ich wollte eigentlich die Straußeneier reinwerfen. Ich dachte, die hätten dann Priorität von den Dino-Eiern. Naja. Kann man ja dann morgen machen. Das wird verkauft. Okay. Ich bin eigentlich bereit fürs Bett, aber ich würde vorher noch... Ah, hier sind die Grabenreusen. Okay, ich würde vorher gerne noch mein Inventar kurz sortieren. Vielleicht sollte ich noch mal einen Kaffee trinken, damit die Wege etwas schneller vorbei sind und ich überall schnell genug hinkomme. Das brauche ich nicht. Wo ist meine Spitzhacke? Unangenehme Frage, aber wo ist meine Spitzhacke? Und die normale Hacke ist auch nicht da. Wo habe ich denn die Sachen reingeworfen? Ah, hier. Ich finde es gut, dass ich mein Schwert überhaupt nicht vermisse. Aber hier habe ich den Kram rein. Ja, es war ein langer Stream. Da ist viel passiert. Ach so, Moment. Gießkanne. Machen wir es mal so. Kupferpfanne, kommen wir nach unten. Und die mysteriöse Kiste kommt ganz weit weg. Das Angelgerät kommt hier wieder dran. Kaffee kann man immer gebrauchen und der Rest kommt im Haus in die Truhen und in den Kühlschrank. Schnell, 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 schnell. Ach, hört ihr das Geklimper meiner Schuhe? Falsche Truhe. Ach nö, ach komm schon, Lia. Hätte doch auch mal kurz zur Seite rutschen können, oder? Mann. Macht ja nichts. 1 Uhr ist trotzdem früh genug. 21.000. Es macht einen Unterschied, wenn man hier echt viele Fische fängt. Aber natürlich auch echt viele Blaubeeren verkauft. Also ich habe hier 127 normale Blaubeeren für 6.000. Ja, mein riesiges Blaubeerfeld wird jetzt auf einmal ganz schön wichtig. Denn, wie ich schon meinte, mein Gold sieht mau aus. Was? Wucherndes Unkraut? Schaden auf dem Hof? Nein! Jetzt muss ich auch noch alle meine Tiere immer ablatschen, um dafür zu sorgen, dass die mich auch lieb haben. Und die Kinder können sich überall aufhalten. Das ist jetzt einfach ein riesiger Bereich, dieses neue Haus. Ah, keiner auf dem Dachboden. So wie meine Kinder drauf sind, hätte ich ihnen das zugetraut. Der Hund atmet sehr laut. Ich weiß, Hunde hecheln und so, aber es sind einfach Geräusche, die ich nicht gewohnt bin. So, bei Stardew Valley. Ist das erste Mal, dass ich einen Hund habe. Und irgendwie finde ich die Schildkrötengeräusche weniger störend. Wer hätte es gedacht, eine Schildkröte ist leiser als ein Hund. Wobei auch Schildkröten ganz schön laut sein können. Dankeschön, Clint, für einen Kupferbarren, den du mit der Post geschickt hast. Der Postbote hat sich bestimmt gefreut über das Paket. So, Iridium weg. Das weg. Kupferbarren weg. Ich habe gar keinen Kupferbarren mehr. Okay, Kupferbarren werden eingeschmolzen. Ganz dringend. Ich habe keine Kupferbarren? Hm.
Die sind hier in der Kiste, oder? Die habe ich. Ja, die hatte ich dabei. Okay. Ah, das ist das Problem, wenn man mal schnell irgendwas irgendwo hinwirft. Wenn man es dann nicht mehr einsortiert, weiß man überhaupt nicht mehr, was los war. Können wir einmal kurz gucken, ob ich nochmal ein Straußenei bekommen habe? Einfach nur... Nee. Okay, aber alle sind richtig schlecht auf mich zu sprechen, weil ich ihnen keine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Ich weiß, es tut mir leid. Ich hatte Wichtigeres zu tun, die ganzen letzten Tage über. Aber jetzt werden sie natürlich lieb gehabt. Kein Grund mehr für kleine, winzige Milch. Wirklich. Ich lasse das jetzt trotzdem mal noch hier drin. Ich habe doch keinen Platz dafür. Ach so, Quatsch. Ihr wollt ja eh nicht rauskommen bei dem Wetter. Kann ich verstehen. Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Okay. Milch und Wolle packen wir mal hier rein. Ach so, Käse natürlich auch. Und Batterie und Holz kommt oben in die Kiste. Hier war aber auch noch Holz. Und gemischtes Saatgut kann natürlich hier hin. So, ein bisschen Bonuskupfer. Okay, wie sieht's... Ach Gott, ja, die Junimos arbeiten ja nicht. Es regnet. Aber wenigstens ist es normaler Regen und kein grüner Regen. Ich hätte hier mal... Moment. Ich hole mir mal ein bisschen Baumdünger. Das wäre ja... Also, das wäre eine gute Idee. Kein Wunder, dass ich darauf noch nicht gekommen bin. Ich habe so viel Dünger. Da können wir doch da unten die drei Bäume einmal damit versorgen. Dann wachsen die wenigstens ein bisschen schneller. Es sind vier Bäume. Es sind vier Bäume, Lumi. Nicht nur drei. Ist okay, ich laufe gerne hin und her. Ich genehmige mir einen Kaffee. Wenn ich schon hin und her renne, dann doch wenigstens koffeiniert. Baumdünger. Ich habe auch gestern vergessen, das Gewächshaus abzuhaken. Das heißt, die Bäume da drin sind wieder in einem komplett falschen Rhythmus. Naja. Macht ja nichts. Dafür ist aber alles andere auch fertig. Gefällt mir. Dass Mango und Banane hier drin immer noch keine Qualität haben. Wie lange soll ich denn darauf noch warten? Ach Gott, heute ist ja schon wieder Montag. Ich muss mich ja wieder um Quests kümmern. Und vor allem auch mal gucken, was die Taro-Knollen eigentlich sagen. Einmal kurz beim winzigen Mini-Schleimstall vorbeigucken. Das ist nicht durch. Der Schleimstall ist vielleicht kleiner geworden, aber die Schleimis produzieren ganz schön ordentlich. Wolle und Milch, aber ich muss auch ein paar Eier mitnehmen. Sonst kann ich da ja keine Mayo produzieren. Nein, nicht die große Milch trinken. Käse wird aufgehoben. Wie sieht's aus bei der Wolle? Ach, die läuft noch durch. Okay. Also, es ist Montag. Ich muss zu Clint. Als allererstes. Ich will natürlich die Kisten aufmachen. Dann muss ich zu Mr. Chi und zum schwarzen Brett und gucken, ob meine Taro-Knollen fertig sind. Und dann bin ich, glaube ich, ganz zufrieden.
So, Clint. Was ist in der mysteriösen Kiste? Okay. Ein Hofteleport-Totem ist okay. Bomben. Okay. Und noch mehr Bomben. Ja gut, habe ich mit fantastischen neuen Items gerechnet. Ich habe zumindest drauf gehofft. Aber sind deswegen 10 Bomben schlecht? Ja doch, eigentlich schon. 50 Skelette töten oder aber 2 Dutzend Eier. Wann sonst, wenn nicht jetzt mit den 2 Dutzend Eiern? Ich habe locker 2 Dutzend Eier bei mir. In der Kiste. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Ich hoffe, die Taro-Knollen sind heute fertig. Und ich hoffe, es sind insgesamt 100 Stück. Ich würde gerne eine von den Missionen abschließen, damit ich bei Pierre mich auch mal an dieser Maschine versuchen kann. Moment, ich will hier nicht mehr so an den Würmchen vorbeilaufen. Da könnten ja jetzt auch tolle Sachen drin sein. Ich vermute hinter jeder Ecke eine gigantische Überraschung. Nein. Die Tierchen sollen auch da unten bitte nicht ausbrechen. Ja, Taro-Knollen. Vorher kurz die Sachen wegräumen. Die Bomben behalte ich mal. Man weiß ja nie. Falsch. Es ist die Inselkiste. Da sind die Totems drin. Und dann gucken wir doch mal, was möchte Mr. Chi von mir heute? Und was machen die Taro-Knollen? Bitte seid fertig. Bitte seid fertig. Kommt schon. Ich trinke nochmal einen Kaffee. Ich werde hier langsam etwas abhängig. Sie sind fertig. Ich weiß nicht, ob es 100 Stück sind, weil da halt ein paar dabei waren, die außerhalb des Radius wachsen. Oder halt gar nicht wachsen, weil ich sie nicht gieße, wie die beiden. Die müssten mit dem natürlichen Regen irgendwie klarkommen. Gucken wir mal, wie viele sind's? 6 Stück fehlen noch. Schade, schade, schade. Die habe ich einen Tag später angepflanzt. Es wird also auch noch einen Tag dauern, bis die fertig sind. Na gut. Na gut, müssen wir uns noch einen weiteren Tag gedulden. Das kriege ich hin. So, Mr. Chi, was möchtest du denn gerne? Das will ich beides nicht machen. Die geliebten Geschenke, ja, kann man schnell abhaken. Bei Gefahr aus der Tiefe müsste ich wieder Jade investieren und habe ich aktuell nicht so viel. Ich habe zu viele Treppen in letzter Zeit verschwendet. Also wenn, dann doch eher die Geschenke. Aber ich habe doch genug anderen Kram zu tun, als jetzt alle Leute abzuklappern und Geschenke zu verschenken. Aber es ist eigentlich eine schnelle Sache. Und ich will die Tickets haben. Ja gut, verschenken wir Geschenke. Daran soll es ja jetzt nicht scheitern. Ich weiß ja, wo alle sind, so im Großen und Ganzen. Und viel wichtiger, ich weiß, was jeder haben will. Taro-Knollen, hebe ich die auf? Kommen die weg? Was mache ich damit? Goldenen hebe ich scheinbar auf? Okay. Dann kann der Rest ja weg. Amethyst kann auf jeden Fall auch weg. Und dann gucke ich mal, wie das jetzt ist mit den Eiern. Die zählen ja, also zählen die erst, wenn ich sie rausnehme, oder zählen die schon, sobald sie in dem Autosammler landen? So genau habe ich mich damit noch nie befasst. Aber ich würde jetzt einfach mal welche nehmen. Ja, die zählen nämlich jetzt erst. Das ist fantastisch.
Das ist wirklich fantastisch. Einfach eine geschenkte Quest. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Okay. Dann ist das direkt erledigt. Ich habe extra alle Eier eingepackt, damit ich bei Gas entspannt gucken kann, welche Eier ich jetzt wirklich spenden möchte. Kaffee trinken. Falls wir Emily unterwegs sehen, würde ich ihr die goldene Wolle in die Hand drücken. Die sollte ja inzwischen bei Gas auch schon angefangen haben zu arbeiten. 16.10 Uhr. Jupp. Macht sich gerade auf den Weg. Dein Großvater hat immer viel zu hart gearbeitet. Ich werde in seinen Ehren heute ein extra Bier trinken. Ja, geil. Das Leben ist nicht fair und ich kann nicht anders, als mich darüber zu ärgern. Shane, ich verstehe dich. In der Calico-Wüste regnet es nie. Dort wohnt meine Freundin Sandy. Ich weiß. Bitte schön, ein Geschenk für dich. Und jetzt werfen wir hier mal die billigen Eier rein, die ich so habe. Ja, Entenmayonnaise ist halt trotzdem, ist immer noch warm. Weg damit. Wie viele fehlen jetzt noch? Ja, okay, noch ein paar. Dann nehme ich halt hier die noch. So. Okay. Quest erledigt. 3000 Gold kriegen wir dafür. Sehr schön. Ich rechne damit, dass wir dann morgen die Tickets kriegen. Hoffe ich. Für diese wunderschöne... Die kriegen wir hier. Die müssen wir abholen. Die Gewinnkarte. Und dann können wir die hier einsetzen. Für Brokkoli. Ja, ich gebe alles für Brokkoli. Da. 12 Brokkolisamen. Wie cool. Ich weiß nicht genau, warum Brokkolisamen so anders aussehen als die anderen Samentüten. Ich finde die Samentüten eigentlich voll in Ordnung. Dieses Icon sieht irgendwie komisch aus. Im Herbst pflanzen. Es dauert 8 Tage bis zur Reife und produziert auch nach der ersten Ernte weiter. Ihr wisst, was ich mache, oder? Wir pflanzen uns Brokkoli ins Gewächshaus. Der landet sowas von im Gewächshaus. Warum bekomme ich jetzt eigentlich Saatgut für den Herbst? Na gut, es ist der 22. Sommersaatgut würde mich jetzt auch ärgern. Schon richtig. Achso, ja, die eine Wolle habe ich ja verschenkt. Dann können wir hier jetzt einmal die Eier wieder reinwerfen. Und die Milch. Ich bin gespannt auf den Brokkoli. Ich würde ihn gerne an der Stelle pflanzen, wo wir ihn auch sehen. Es sind 12 Stück, also das wären 3 Vierer-Reihen. Finde ich doch ganz gut. Weswegen ich 5er-Reihen angelegt habe. Oh Mann. Ich wollte wirklich 3 Vierer-Reihen machen. Ah, weil die Ananas hier in 5er-Reihen steht. Ach, naja, gut, dann habe ich jetzt nochmal 2, die ich ja regulär draußen pflanzen kann im Herbst. Ist doch auch okay. Das macht doch nichts. Einmal das einsammeln. Dann direkt nachlegen. Käse wird ja jetzt wohl auch gleich fertig sein, nicht wahr? Dankeschön. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum man Mayonnaise trinken sollte. Man kann Mayonnaise jetzt trinken, aber nein. Einfach nein. So, kriege ich noch mehr Sonnenblumen unter? Ja, wenn ich die hier hin pflanze. Nee, ich will nicht, dass überall Sonnenblumen wachsen. Die Junimos kommen so schon kaum hinterher. So, wie weit bin ich denn bei meinem... Meisterung ist fast durch. Sehr cool.
Aber die 50 Geschenke, Moment. Ach Gott, jetzt muss ich natürlich aus jeder Kiste die Geschenke wieder rauskramen. Die Zeiten, als ich noch meine Geschenkekiste hatte, waren da doch ganz nett. Einmal einen Granatapfel für Elliot, eine Orange für Gus. Punkt. Jawohl, Pfirsich für Robin kann ich ja noch mitnehmen. Mehr ist hier in dieser Kiste aber nicht. Dann... Ich habe Emily schon was geschenkt. Die braucht nichts weiter. Lia könnte ich natürlich Käse schenken. Warum nicht? Ich habe genug Käse. Hier unten sind keine Ressourcen drin zum Verschenken. Pastinake für Pam. Wir können ja, wir müssen ja eigentlich jedem zwei machen, also können wir eigentlich auch gleich zwei einpacken. Dann Erdbeere für Demetrius und Maru. Check. Pepperoni für Shane und für Louis. Sonnenblume für Haley. Melone. Ja, nee, lieber Mohn für Penny. Dann habe ich für Vincent eine Weintraube. Für George würde ich natürlich Lauch mitnehmen. Will sonst noch jemand was davon? Ach ja, Sam möchte natürlich den Kaktus haben. Linus würde sich über die Kokosnuss freuen. Ich habe die Mango für Leo vergessen. Fällt mir dabei gerade auf. Kein Problem. Dann zweimal Mohn, zweimal Sommerschmuck für Caroline und zweimal Tulpen für Evelyn. Ja, und zwei Feenrosen für Chess. Dann bin ich doch auf einem guten Weg. Ach ja, zweimal Meerrettich noch. Ich kann sowieso nicht alles einpacken. Also, naja. Ich nehme einmal Amethyst für Abigail mit. Und Bonus-Amethyst für Clint. Bonus-Amethyst für den Zwerg. Alle mögen Amethyst. Da muss man nicht so viele unterschiedliche Geschenke einpacken. Das finde ich ganz gut. So, Mango für Leo. Habe ich ja hier drin, 1, 2. Und jetzt nehmen wir hier überall noch die Orange dazu, Pfirsich dazu, damit das hier alles auf der Nummer 2 ist. Sehr schön. Ich sag mal so, für Lia muss ich jetzt nicht unbedingt zweimal Käse einpacken, oder? Muss ich das? Naja, gut. Ich kann es ja trotzdem machen. Wolle für Emily. Und jetzt einmal kurz überlegen, habe ich jemanden vergessen? Wahrscheinlich ja, aber Hauptsache, ich treffe jetzt vielleicht noch den ein oder anderen in der Taverne an. Das wäre zumindest ganz cool. Lauf. Achso, ja, Kaffee. Kaffee ist auch für Harvey gleichzeitig ein Geschenk. Montags ist, glaube ich, hier nicht viel los. Na jawohl, Harvey steht direkt da. Kriegt natürlich was. Willy hätte einen Kürbis haben wollen. Kriegt er leider nicht. Kein Kürbis für Willy. Dann haben wir hier noch. Und Pam ist auch da. Okay. Dann Amethyst für Clint. Pepperoni für Shane. Hier ist niemand, oder? Von den Kids? Nee. Montagabend. Spielen in der Taverne. Nee, nee, nee. Pastinake für dich. Und eine Orange für dich. Wir sind bei 6 von 50. Ich bin ein bisschen irritiert, dass mir das nicht angezeigt wird. Im anderen Spielstand wird mir das nämlich angezeigt, wie weit ich fortgeschritten bin bei den Quests. Haley, Sonnenblume, vergessen. Ciao. Verdammt. Na gut, dann geht's noch runter. Meerrettich verschenken. Für den lieben Krobus. Ich meine, ich habe jetzt auch keine gefrorene Träne für Sebastian dabei.
oder eine Solaressenz für den Zauberer. Man vergisst einfach so viele. Clint wurde beschenkt. Wir können aber noch zum Zwerg. Der ist natürlich 24/7 erreichbar. Ansonsten wird es langsam schwierig um 22 Uhr. Das ist zumindest etwas, was sich wirklich nicht geändert hat. Also manche Geschenkvorlieben insgesamt bezogen auf manche Items, die haben sich geändert. Aber im Großen und Ganzen, was wer liebt, das ist immer noch so, wie ich es eben im Kopf habe. Da würde ich auch wahnsinnig werden, wenn das gewechselt wird. Ich würde ständig Sachen verschenken, die keiner haben will. Okay. Gefrorene Träne, habe ich gesagt, muss ich noch einpacken. Kürbis für Louis. Und, ach Quatsch, für Willy meine ich. Und Solaressenz für den Zauberer. Naja, okay. Lieber Schattenessenz. Sind das jetzt 50 Sachen? Ja, wahrscheinlich schon. Pi mal Daumen. Wunderschöner Wein. Nee, kein griechischer, sondern der leckere Fruchtwein. Wo ist der Käse gelandet? Ach so, ach Gott, jetzt habe ich natürlich immer das Problem, dass ich zweimal Käse habe, der hier im Inventar rumfliegt und das Decken etwas schwierig macht. Drei Eier bitte. Naja, und eine Milch. Die andere ist noch in der Kiste. Das passt schon. So, wo wollte ich jetzt hin? Ach ja, uralte Frucht nachlegen natürlich. Haben wir ja heute neu bekommen. Ich habe keinen Platz dafür. Ich werfe mal kurz die Gießkanne raus. Und dann werde ich sie verzweifelt suchen. Ich kenne mich ja, sobald ich sie mal brauchen sollte. Okay. Ich bin bereit für noch mehr Geschenke am Dienstag. Ach, wie süß, wie die Katze da vorm Kamin schläft. Ich mache ihn mal an. Was sagte der Wetterbericht? Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein und auch auf den Ferninseln. Ich weiß noch nicht, ob auf den Ferninseln der grüne Regen passieren könnte. Und da ich ja nicht mitbekomme, die meisten Städte haben einen Kalender der Jahreszeiten vor ihrem Gemischtwarenläden. Es ist sehr ratsam, diesen hin und wieder zu überprüfen. Ja, okay, das bezieht sich auf diesen. Das ist alles bekannt. Ach stimmt, ich habe sogar dem Zwerg zum Geburtstag was geschenkt. Na, das ist ja fantastisch. Und in der nächsten Folge haben wir unseren ersten Buchhändler. Ich freue mich drauf. Okay, ab ins Bett. Dann kann ich jetzt aber die Taro-Knollen noch abhaken. Das geht zum Glück schnell mit den Neunen, die noch fehlen. Lia, ganz kurz knutschen und dann gibt's Käse. Zum Frühstück, bitteschön. Du magst Ziegenkäse. Verdammt. Ich wusste doch, da war ein Haken an dem normalen Käse. Ich weiß nicht mehr, was meine Ehefrau mag. Ich würde ihr normalerweise einfach Trüffel schenken. Iridium-Trüffel. Aber ich verstehe ja, dass das viel zu teuer ist. Viel zu wertvoll und ich muss ja langsam doch aufs Geld achten. Mit meinen 300.000 auf der Bank. So, von Shane gibt's eine Pizza. Vielen lieben Dank, Shane. Kein Platz mehr im Inventar, weil alles einfach vollgestopft ist. Dementsprechend gehen wir jetzt auch los. Es ist 6.40 Uhr. Gibt's irgendwen, den ich jetzt schon antreffen kann? Ja, klar. Den Zwerg. Der Zwerg wird bombardiert. Zwerg, Grobus, ich glaube auch der Zauberer. Aber wir kümmern uns erstmal um die leichten Geschenke. Ach Gott, aber dass ich Lia den falschen Käse geschenkt habe, das tut mir leid.
Gerade bei meiner Frau sollte ich doch wissen, was sie haben will. Ich kann es mir von jedem Hinz und Kunz im Dorf merken, aber nein, bei Lia nicht. Nur weil ich zu faul bin, ihr einen Salat zu kochen. Sie hat mich über den Salat lieben gelernt, ich weiß, aber den muss ich doch dann immer erstmal zubereiten. So, ich finde das voll süß, dass die beiden da zusammen wohnen. Einfach nur am Baum schütteln sorgt nicht dafür, dass man Moos bekommt. Man muss wirklich mit irgendeinem Werkzeug dagegen schlagen. Moment, Maru, ich habe eine Erdbeere für dich. Bitteschön. Ich sehe heute schick aus. Dankeschön, Maru. Das freut mich. Demetrius? Hier bleiben. Hier bleiben. Caroline ist noch... Quatsch. Robin ist noch im Bett. Kriegen wir sie dazu, trotzdem einen Pfirsich anzunehmen? Ich komme nicht mal zu ihr hin. So. Ja. So lieb bin ich. Ich schenke meinen Freunden sogar die Sachen, während sie noch im Bett liegen. Hey, Sebastian, ich habe gerade deine Mutter im Bett besucht und würde jetzt auch dir im Bett ein paar gefrorene Tränen geben. Ich meine, ist das nicht auch schön, so wach zu werden? Der Freund klopft an die Tür und bringt einem ein Geschenk vorbei, ohne dass man überhaupt aufstehen muss. Man kann das auch mal positiv sehen und nicht nur creepy. Ich weiß, das ist bei Stardew Valley manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe da viele Cutscenes im Kopf, wo das sehr schwierig ist. Moment, Gus und Pam. Gus, ganz kurz hier. Und Pam wird abgefangen, bevor sie zum Bus geht. So. Für Pierre habe ich nichts, der hat doofe Extrawünsche. Aber für Caroline habe ich natürlich noch den Sommerschmuck. Dieser Teppich, es ist so ungewohnt. Abigail, bitteschön, Amethyst. Ich weiß, das ist genau deine Farbe. Das ist das Schöne bei Abigail. Und auch bei Emily, sie mag Aquamarin. Man kann sich das gut merken. Ich weiß gar nicht, ob Caroline Smaragd mag. Wäre natürlich auch passend. So, Stardrop Saloon hat jetzt aber entsprechend niemanden von Interesse für mich. Penny kriegt ihren Moon. Bitte sehr. Ich habe weiterhin... Ah, ich habe keine Wolle eingepackt. Ach doch, habe ich. Ich habe doch an alles gedacht. Außer an die Sonnenblume für Hayley. Naja, finde ich Vincent zu Hause zufälligerweise. Ist er vielleicht gerade noch beim Frühstücken? Jupp, ist er. Komm her. Und Sam bekommt seinen Kaktus. So richtig leer wird das Inventar natürlich nicht, weil ich jetzt bei den meisten zum ersten Mal vorbeikomme. Aber wir sind bei 23 Geschenken. Das ist schon der richtige Weg hier. Dann extra Besuch bei George und Evelyn. Ich habe jetzt kein Ei für Alex dabei, aber ist ja auch nicht so wild. Nee, ihr habt... Oh, Evelyn ist beim Arzt. Oh. Oh. Hallo? Hallo, kann mich jemand hören? Ich bin mir sehr sicher, diese Cutscene hatten wir mit Harvey schon. Hier spricht Dr. H. bei 52 Nord, 43,5 Ost. Warte auf Antwort. Irgendjemand da draußen? Roger, Dr. H. am Boden. Hier ist Blackbird, Fiverr, Fiverr, Susu. Irgendetwas zu berichten? Da ist jemand? Ich meine, Standard-Bodenbericht. Wind bei 3 Klicks, 36 Grad Nordwest. Bodentemperatur bei 32 Krax. Luftfeuchtigkeit 53%. Dr. H. Ende. Und dann geht er einfach. Oh nein, mein Puls steigt. Oh Gott. Herzinfarkt.
Lumi, warum bist du denn so aufgeregt? Ah, nun, weißt du, ich war gerade so am Radio und ich hatte gerade Kontakt zu einem echten Piloten. Ja, ich habe von dem Flugzeugabsturz gehört. Du kannst ihn vermutlich sogar über unseren Köpfen fliegen sehen. Ich finde Harvey voll knuffig. Schnell, komm her. Ich kann seine Begeisterung zu Flugzeugen komplett nachvollziehen. Schau. Hihihihi. Ist das so selten, dass jemand über das Sternentautal fliegt? Also, dass er weiß, dass es genau dieser Pilot ist? Als Kind wollte ich immer ein Pilot werden. Ja, du trägst eine Brille. Exakt. Es sind vor allem die schlechten Augen. Ja, die Höhenangst könnte vielleicht auch problematisch sein, aber die Augen sorgen dafür, dass du es halt einfach nicht werden kannst. Aber mit meinen schlechten Augen und unüberwindbarer Höhenangst ist dieser Traum langsam verblasst. Es ist okay. Sei nicht traurig. Ich habe meinen Platz im Leben schon akzeptiert. Nicht jeder kann seine Träume erfüllen. So läuft die Welt nun einmal. Du kannst ja aber deinen Traum neu formen. Also, du kannst ja trotzdem Hobbyflieger werden, wenn du mit deiner Höhenangst klarkommst halbwegs. Also, es gibt Möglichkeiten. Fallschirmspringen hat man auch. Das Abenteuer des Fliegens. Ach, keine Ahnung. Nee, wenn man Pilot werden will, will man nicht gleichzeitig auch Fallschirmspringer werden. Oh, lass mich dir meine Modellflugzeuge zeigen. Ich bin gerade mit dem neuen TR Sternvogel Deluxe Set fertig geworden. Aber sowas meine ich halt. Man kann ja seinen Traum umformen und dann trotzdem komplett zufrieden sein und glücklich sein. Das ist ja kein Widerspruch oder so. Es sind einfach alle da. Perfekt. George, bitte. Maru habe ich heute schon gesehen, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. War das gestern oder heute? Nee, nee, nee. Das war heute. Okay, dann noch zu Harvey. Der ist für diese Woche tatsächlich durch. Dem können wir nichts mehr geben. Louis, Moment, 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 Moment. Louis, altes Haus. Hey, warte. Warte doch mal. Gott, diese rotglühenden Augen. Der Hund ist super lieb und knuffig, aber die Augen, sie verfolgen einen. Dann können wir ja noch bei Willy vorbeigucken. Entenfeder für Elliot. Okay. Lumi, du hast mich weinen sehen. Nein, ich habe dich weinen hören. Es war heute, vor 12 Jahren. Der Tag, an dem meine Mutter starb. Ich erinnere mich noch gut an sie. Sie machte immer diese gesalzenen Rettichbrote als Pausenbrot und hat mit mir Gitterball im Garten gespielt. Sie hat sich gut um mich gekümmert und ich war zu jung, um wirklich Danke zu sagen. Jetzt ist sie für immer fort. Ja, bei mir sind es nicht ganz 12 Jahre. Und alles, was mir als Andenken geblieben ist, ist ihre geheime Musikbox. Das finde ich so schön. Hat sie dir das Lied immer vorgesungen? Was denkst du gerade, Lumi? Ehre die Erinnerung an deine Mutter, indem du immer dein Bestes gibst. Du solltest nicht zu sehr an der Vergangenheit hängen. Ich bin immer für dich da, wenn du einsam bist. Finde dich damit ab. Das Leben ist für alle schwer. Nein, ich bin immer für dich da, wenn du einsam bist. Danke, Lumi. Es ist wichtig, Freunde zu haben. Du bist meine beste Freundin in ganz Pelikan. Okay, das war mir nicht klar. Entschuldigung, Alex, ich werde dir sofort
was bringen zum Geschenke. Also als Geschenk meine ich. Ist es peinlich, das zu sagen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nun, es ist sinnlos, heulend herumzusitzen. Gehen wir zurück in die Stadt. Fun Fact: Mein bester Freund heißt auch Alex. Also, kann ich total nachvollziehen. Ich bin voll auf deiner Seite, Alex. Lumi? Sag niemandem, dass ich geweint habe, okay? Hey, das bleibt zwischen uns, Alex. Alles gut. Lass dich drücken. Ich kann das... What? Warum lache ich darauf hin? Okay, ich bin voll emotional mitgenommen und so. Und das... Okay, na gut. Ich habe das offensichtlich nicht so ernst genommen, seine Bitte. Ich bin es nicht gewohnt, mich so zu öffnen. Ja, Alex, kann ich verstehen. Ich wollte ja eigentlich zu Willi, ne? Jetzt laufe ich hier komplett falsch. Also es ist nicht falsch, ich bin eigentlich nur dem ganzen Loot hinterhergelaufen. Ich werde da auch gleich noch ein bisschen sammeln. Damit ich das verkaufen kann. Ich muss doch Geld machen. Ich bin das echt nicht gewohnt, so pleite zu sein. Das ist großartig, wenn doch nur mein Papa noch da wäre. Ja, der eine trauert um seine Mutter, der andere um seinen Vater. Beide auf ihre Art und beide am Strand. Ich hab deine Sonnenblume nicht, Hayley. Wie oft ich aber Hayley sehe. Das ist ja schrecklich. Ah, als ob sie es mir unter die Nase reibt, dass ich nicht an die Sonnenblume gedacht habe. Ja, so, Krobus, du kriegst den letzten Meerrettich. Bitteschön. Und dann geht's... Oh, Hayley! Und dann geht's noch zu Clint mit dem... Amethyst. Einer ist dann noch übrig für Abigail. Ich gucke auch mal, ob die Kinder vielleicht gerade im Museum sind. Dann könnte ich Jazz noch eine Blume schenken und Vincent Weintrauben. Penny hat ja schon Mohn bekommen. Nope, hier ist niemand. Direkt wieder raus. Ich sag dazu nichts, Hayley. Überall, wo ich lange laufe, kommt sie mir entgegen. Sam, hab ich dir nicht heute schon den Kaktus gegeben? Ja. Wenn man so vielen Leuten Sachen schenkt, übersieht man irgendwie recht schnell, wem man jetzt eigentlich was geschenkt hat. Aber Shane bekommt noch eine Pepperoni. Dann habe ich noch eine für Louis für morgen. Das ist auch für morgen. Ach so, Elliot hätte ich... Ich habe doch den Granatapfel für Elliot dabei. Ich bin komplett blind an ihm vorbeigerannt. Also nicht direkt an ihm, aber halt an seiner Hütte. Nur weil ich in dem Moment irgendwie nur Entenfedern im Kopf hatte. Jazz, bist du zu Hause? Nee. Du bist irgendwo mit Penny und Vincent unterwegs wieder. Oh, Elliot, du wärst gar nicht zu Hause gewesen. Na, umso besser, dass ich es gar nicht erst versucht habe. So, die können wir auf jeden Fall noch abhaken heute. Die nicht. Kürbis, Mango auch nicht. Ich habe die Sonnenblume dabei gehabt. Die ganze Zeit schon. Oh Gott, das macht es noch so viel schlimmer. Die ganze Zeit hätte ich Hayley die doofe Sonnenblume geben können. Aber nein, ich mach's kompliziert. Na gut. So, ich hab was für dich. Bitteschön. Dir Sachen zu schenken ist einfach aufwendig. Den halben Wald muss man rennen. Oh Mann, ey. Ich hatte die Sonnenblume schon die ganze Zeit im Inventar. Oh.
Moment, nee, hier ist er immer zu, hier ist er offen. Ich dachte gerade so, hä? Nee, 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 das ist alles richtig. Oh. Und damit habe ich nicht gerechnet, dass man hier. Ach, das ist das Unkraut, was den Weg zerstört hat. Ja, gut. Ist jetzt nicht so wild. Ach ja, ich habe ja keinen Platz weiterhin. Wie viele Geschenke muss ich noch machen? 17, okay. Ich habe mehr als 17 im Inventar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, ich habe mehr. Aber finde ich nicht schlimm, weil ich dann trotzdem vorbereitet bin auf jeden. Ich würde euch ja rauslassen, aber es ist gerade 17 Uhr und ihr wollt nicht mehr raus. Aber kann ich euch wenigstens noch streicheln? Es tut mir so leid, dass ich euch hier einsperre. Ohne Tageslicht. Sorry. Wenigstens wächst das Gras dadurch. Man muss es auch mal positiv sehen. Käse kann auf alle Fälle weg. Wie viel Schleim habe ich? Genug. Mehr als genug. Okay, dann bringe ich einmal den Wein weg und vor allem auch das Holz und so, also diesen ganzen Crunch, der momentan das Inventar auch vollstopft. Der Bomben weg. Die Steine. Ach ja, ach Gott, ich habe noch die Muschel und die Pizza im Gepäck. Da war ja was. Der Teppich sieht so winzig aus, wenn er hier liegt. Ich will auch diesen großen Teppich von Caroline und Pierre. So, jetzt ist das Ganze doch schon überschaubarer geworden. Moment, Haley kann ich noch was schenken? Jess kann ich noch was schenken? Alle anderen habe ich, glaube ich, heute schon erledigt. Bei Sebastian war ich, da war ich, da war ich, da war ich. Da war ich. Amethyst. Ach so, ja, Abigail, ja, habe ich heute auch erst. Ja, das war heute. Okay. Dann haken wir jetzt noch die zwei Geschenke ab. Vorausgesetzt, ich finde Jess. Ich bin sehr schlecht darin, Jess aufzutreiben. Die Kinder wuseln halt einfach immer irgendwo rum. Wahrscheinlich ist sie inzwischen zu Hause. So ganz unkompliziert. Jody, Robin, für euch habe ich nichts. Ich guck mal kurz, ob Haley zu Hause ist. Ja, Haley ist zu Hause. Sehr gut. Es tut mir leid, ich hatte die ganze Zeit eine Sonnenblume für dich. Immer. Ich hatte immer eine parat. Und für Alex habe ich jetzt doch kein Geschenk eingepackt. Naja. Sam. Dadurch, dass Penny aber gar nicht sich um die Kinder kümmert, können sie ja auch hier gar nicht rumlaufen. Wo sind die Kinder, wenn sich nicht Penny drum kümmert? Aber Jazz ist bestimmt zu Hause. Ihre Mutter kommt jetzt auch nach Hause. Würde Sinn machen. Und dann muss ich dringend, 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 dringend auf die Insel farmen. Also auf die Ingwerinsel und mich um die Taro-Knollen kümmern. Ja, ein kleines Farbset. Das ist nicht das, was ich wissen wollte. Wow, danke dir. Bitte schön. Da haben wir doch allen eine kleine Freude machen können wieder. Und mein Inventar ist deutlich leerer. Leer genug, um mich hier um die Fischteiche zu kümmern. Und die Taro-Knollen. Und alles andere. Hallo Kätzchens. Süßen kleinen. Ich habe durchaus Bock, mir noch mehr Kerzen zu holen. Crazy Cat Lady ist
immer omnipräsent. Okay, das einmal wegräumen. Ich muss jetzt voll aufpassen beim Einsortieren, dass ich nichts von den Geschenken plötzlich einfach loswerde. Deswegen erstmal zur Ingwerinsel. Gluck, 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 gluck. Wie viele Geschenke fehlen? Achso, ich habe ja gerade erst nachgeguckt und dann zwei Geschenke verschenkt. Wie viele fehlen wohl? Ja, zwei weniger natürlich als vorher. Okay, ich bin überzeugt, wir pflücken die Ananas. Ist okay. Du hast eine neue Ebene des Verständnisses erreicht. Hier, 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 hier. Meisterung 1. Sehr cool. Dann können wir ja tatsächlich etwas machen, wo ich schon die ganze Zeit, naja, ein bisschen gespannt war, wann es soweit sein wird, dass ich endlich das auflevel. Aber dann habe ich meine erste Meisterung. Weil ich so schön viel hier pflücke. Dann gucken wir uns doch mal an, was wir damit überhaupt anstellen können. Typ, 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 typ. Dann muss ich doch noch ein bisschen durch die Gegend laufen hier. Okay, Ananas versorgt. Nein, keine Ananas essen, bitte. Wir heben die billigen auf und verkaufen die Gold-Ananas. Und ich hoffe doch hier... Ja, die sind fertig. Sehr schön. Damit gibt es nochmal ein Ticket. So, die goldenen heben wir auf. Hier machen wir es jetzt wieder andersrum. Und die kommen weg. Und dann macht es eigentlich am meisten Sinn, wenn ich mit dem Hofexpress mal schnell runter zum Hafen, also mit dem Papageienexpress runter zum Hafen düse, um dann beim schwarzen Brett mir entsprechend die Gewinnkarte abzuholen. Ich weiß noch nicht so ganz, ob das wirklich schneller geht. Am schnellsten wäre es wahrscheinlich mit dem Strandobelisken. Wenn man mit dem Inselobelisken nach Hause reist und dann mit dem Strandobelisken zum Strand und dann zum schwarzen Brett. Weil der Strandobelisk hier auch, ja, der liegt eigentlich relativ zentral, ist ja hier gleich links. Das würde, glaube ich, noch schneller gehen, weil man sich den ganzen Weg runter zum Hafen halt sparen kann. Ach so. Das ist erst morgen abgeschlossen, wenn ich die anderen 30 verkauft habe. Ach, verdammt. Dann ist das ja noch gar nicht fertig. Schade, ganz umsonst hier abgehetzt. Aber nicht ganz umsonst, denn ich will mir natürlich das mit der Meisterung mal angucken. Ich bin gespannt. Ich habe doch gesagt, wir entdecken heute auch noch ein bisschen was Neues. Und nicht nur die altbekannten, geliebten Geschenke von Mr. G. Nee, 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 nee. Neue Dinge. Hier hat sich nämlich eine Tür aufgetan, die vorher noch nicht da war. Schauen wir mal rein. Da, 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 da. Der letzte Pfad. Ein Sternchen habe ich. Hier liegt auch eine Notiz. An Lumi. Wenn du diese Notiz liest, hast du den geheimen Raum gefunden, den ich für dich vorbereitet habe. Innerhalb dieser Wände befinden sich Tipps, Rezepte und sogar einige meiner wertvollsten Werkzeuge. Das Beste aus den vielen glücklichen Jahren, die ich im Tal verbracht habe. Wenn du bis hierher gekommen bist, hast du bewiesen, dass du die Fähigkeit und Weisheit besitzt, diese mächtigen Geheimnisse zu nutzen. Ich hoffe, meine Entdeckungen helfen dir auf deinem Weg, den Schattenspielhof zu einem leuchtenden Stern auf der ganzen Welt zu machen. Mach mich stolz. Opa. Wir haben nochmal eine Nachricht von unserem toten Opa. Ich finde das voll süß. Es geht heute irgendwie sehr viel um Trauer, Verlust und so. Naja. Wir haben jetzt hier die Möglichkeiten, uns zu entscheiden, welche Meisterung ich nehmen soll. Also, Meisterung des Kampfes. Kriegen wir einen Amboss. Ermögliche es, Ornamente neu zu rollen. Das klingt auf Deutsch fantastisch. Kostet 3 Iridiumbaren pro Benutzung. Eine Minischmiede. Jetzt kannst du eine zwergische Schmiede bequem von zu Hause aus benutzen.
und schaltet einen neuen Ausrüstungsplatz für Ornamente frei. Ornamente können während Abenteuern gefunden werden und verleihen besondere Kräfte. Ich habe richtig Bock auf die Ornamente. Aber wir gucken uns erstmal alles an. Meisterung des Sammels. Mystischer Baumsamen. Dieser kann gepflanzt werden, um einen besonderen Baum wachsen zu lassen. Finde ich, klingt auch fantastisch. Auf grabbarem Gelände verwenden, um einen Ring von Schatzplätzen zu beschwören. Du findest jetzt goldene, mysteriöse Kisten, die bessere Gegenstände enthalten. Ja, beim Baum habe ich Interesse, der Rest ist so lala. Dann haben wir die Meisterung der Hofarbeit, eine Iridiumsense. Sehr viele Leute wollten das ja. Sehr, sehr viele Leute haben sich die Iridiumsense gewünscht. Hier bitte habt ihr sie. Kann zum Ernten von Feldfrüchten aller Art verwendet werden. Ich weiß nicht genau warum, aber vielleicht könnt ihr es mir ja erklären in den Kommentaren. Die Leute wollen unbedingt mit der Sense ernten. Weil es halt schneller geht und so. Aber ich weiß nicht, ich finde diese Animation des Pflückens so schön. Ich würde niemals darauf verzichten wollen. Dann haben wir noch die Statue der Segnungen. Die Berührung... Oh, Moment. Mein Bild hat sich gerade geschlossen. Die Berührung der Statue schenkt jeden Tag einen einzigartigen Segen. Es gibt jetzt goldene Tiercracker, die den Ertrag eines Nutztieres dauerhaft verdoppeln. Außer bei Schweinen. Klingt auch gut. Aber wir sind trotzdem ein paar Sachen dabei, die für mich nicht so interessant sind. Meisterung des Angelns hingegen ist natürlich eine andere Geschichte. Fortgeschrittene Iridiumangel wird im Wasser verwendet, um Fische zu fangen. Bis zu 2 Köder können auf einmal befestigt werden. Das klingt richtig gut. Außerdem gibt es einen neuen Köder, Herausforderung-Köder. Ein perfekter Fang bringt die dreifache Menge an Fischen ein. Doch jedes Mal, wenn ein Fisch aus der Fangleiste entkommt, verringert sich der Fang. Du kannst jetzt goldene Fischertruhen finden. Ja, da habe ich auch Interesse. Dann haben wir noch die Meiserung, wenn man es sich richtig meisert, der Minenarbeiten. Statue des Zwergenkönigs, weil es einfach cool aussieht. Ich will auch eine Statue des Zwergenkönigs in meinem Garten stehen haben. Wähle jeden Tag aus 2 bergbaubezogenen Fähigkeiten. Außerdem der schwere Ofen verarbeitet 5 Barren auf einmal, benötigt 25 Stück Erz und 3 Kohle pro Einsatz. So viel, wie man halt für 5 Barren regulär auch brauchen würde. Edelsteinhaltige Felsen gewähren jetzt doppelt so viele Edelsteine. Moment. Stopp, stopp, stopp. Die Fähigkeit habe ich doch schon. Ich habe schon die Möglichkeit, dass edelsteinhaltige Felsen doppelt so viele Edelsteine enthalten. Das macht ja nur Sinn, wenn man sich auf die Erzvariante geskillt hat. Oder heißt das, ich bekomme jetzt zum Beispiel bei einem Diamanten nicht nur 2 Diamanten raus, sondern 4. Dann habe ich nichts gesagt, das fände ich richtig gut. Dann will ich auch wirklich die doppelte Menge. Ehrlich gesagt, ich habe überhaupt kein Interesse an der Minischmiede und den Amboss wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Aber ich will wissen, was das mit den Ornamenten auf sich hat. Ich will mir die Ornamente angucken. Deswegen geht's zur Meisterung des Kampfes und danach wahrscheinlich in Richtung Angeln. Ich meine, dreifache Fische. Fantastisch. Holen wir uns die Meisterung des Kampfes. Okay. Damit habe ich mich entschieden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich kriege ich das dann morgen per Post. Oder habe ich das jetzt schon irgendwie hier als Blaupause drin? Wir haben hier einmal einen Köderhersteller. Der sieht neu aus. Der kommt mir gar nicht bekannt vor. Ein Pilzbaumstamm ist auch auf alle Fälle neu. Moment, 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 Moment. Wir gucken uns mal ganz kurz hier drin um. Hier ist die Minischmiede. Hier ist der Amboss. 50 Eisenbarren. Okay, Minischmiede ist auch recht teuer, aber habe ich gar kein Interesse dran. Ich werde sie natürlich trotzdem bauen, weil ich ja die Perfektionssachen brauche für die Herstellungsperfektion für Mr. Chi. Gelten die Meisterungen dafür wirklich? Es ist so ärgerlich. Ich hatte die doch erst auf 100%.
Ach, okay, ja, also Pilzbaumstamm und Köderhersteller ist auf jeden Fall neu. Platziere einen Fisch darin, um einen bestimmten Köder zu erzeugen. Ich bin gespannt. Dann gucke ich hier einmal, ist hier irgendwas neu? Nee, hier den Zeltbausatz haben wir uns schon angeguckt. Hier neuer Boden oder so? Nee, hier ist eben der Sonarköder. Den haben wir ja schon in Aktion erlebt. Deluxe-Köder. Jupp, okay. Dann ist hier auch nichts Neues dabei. Und hier ebenfalls nicht. Okay, gut. Aber ich vermute mal, die Rezepte werden auch nach und nach freigeschaltet. Bisschen Slalom laufen. Wenn man eben die entsprechenden Ressourcen findet. So wie das eben üblich ist. Aber ich gucke jetzt erstmal, ob ich 50 Eisenbarren habe. Ich glaube nicht. Eisenbarren ist so ein bisschen Mangel bei mir. Also eigentlich alle Barren. Ja, ich habe 30. Okay, dann werfen wir doch direkt mal Eisenbarren hier wieder an. Damit wir in der nächsten Folge dann uns den Amboss organisieren. Das kommt weg und das kommt hier rein. Okay, es ist auch schon allerhöchste Schlafenszeit. Ich verstehe das. Aber ich will noch ein bisschen was machen. Moment. Eier haben wir ja hier schon drin, ne? Ja. Dann können wir ja hier einmal die Eier reinwerfen. Aber ich bin mir sicher, es gibt viele, die sich wirklich über die Iridium-Sense freuen. Ich habe das schon seit Ewigkeiten auch immer mitbekommen, dass das etwas ist, was sich sehr viele Spieler wünschen. Einfach mit der Sense durchs Feld durchgehen und alles ernten. Ich weiß nicht, ich meine, meine Junimos ernten für mich. Habt ihr etwa keine kleinen Junimos-Sklaven, die das für euch erledigen? Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, wenn ich dann diese Meisterung habe. Aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass das super schnell laufen wird mit der Meisterung. Beziehungsweise wie lange dauert das dann? Ist das immer mehr? Ich glaube ja, oder? Es ist jetzt bis 15.000. Ja, es steigert sich. Okay, es dauert immer länger, bis man die nächste Meisterung bekommt. Okay, kein Problem. Kein Problem. Ich werde sie mir alle schnappen. Aber nicht mehr heute. Die Folge ist wirklich... Oh, besonderes Event. Unten links sieht man es auch. Wie cool. Das war eine Eule. Das klang wie die Steineule. Vielleicht ist es auch was anderes. Wir werden es in der nächsten Folge herausfinden. Auf alle Fälle habe ich dadurch komplett den Faden verloren. Ich wollte sagen, die Folge ist eh schon lang genug. Aber es gibt halt einfach so viel zu tun, so viel zu zeigen, so viel zu entdecken. Und ja, so wie Stardew Valley. Wie gesagt, Mittwoch und sonntags gibt es dann die Folgen von der Meadowlands Farm oder dem Meadowlands Hof. Und montags, wie gewohnt, hier dieser Spielstand. Ich bin gespannt, was wir alles noch so zusammen entdecken werden. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.